Willkommen zurück zum Football Manager 2019. Drei Spieler stehen noch aus auf Schalke in Köln gegen Hannover. Wir haben beim letzten Mal 0-3 gegen Hamburg zu Hause verloren und müssen jetzt dringend mal punkten, um uns gegen Köln und Frankfurt zu behaupten. Wir haben 6 Punkte Vorsprung vor Köln, 5 vor Frankfurt. Wir spielen aber noch in Köln und wenn man sich bald zusammenreißen, wird das nicht reichen. Letztes Mal hat der Kader sich beschwert. Ich habe mich jetzt einfach entschieden, auch für Marisch mal das Leistungsprinzip gelten zu lassen. Und nach seinen schlechten Leistungen in letzter Zeit setzt er heute mal draußen zum Bundesliga-Debüt. Ich werde ihm einiges durchtauschen. Michelin darf heute mal offensiver ran. Ansonsten hat sich nichts mehr getan seit dem letzten Mal. Ich tausche halt bunt durch auf Schalke. Gucken wir mal. In Köln müssen wir uns dann auf jeden Fall was anderes einfallen lassen. Heute habe ich wenig Hoffnung. Aber in den Spielen, wo ich wenig Hoffnung habe, geht meistens mehr. In denen, wo ich mehr Hoffnung habe, die gegen Hamburg, gehen wir unter. Wichtiger ist das Spiel danach, aber das heißt schon wichtig in unserer jetzigen Phase, wenn wir so weiter spielen. Wollen wir sowieso überhaupt keine Punkte mehr. Taktik ändert sich aber trotzdem erstmal nichts. Haben wir den Abstieg sicher vermieden. Ist jetzt Frankfurt verloren? Kann ich hier gucken. Das ist halt so Schalke, das ist ein Bonusspiel. Auch wenn Schalke nicht die Saison jetzt wenig spielt und im Mittelfeld steht. Und Wort mit beiden Stürmern, die noch kein Tor geschossen haben, Chance. Sie gehört die Titel der bislang ganz beide, das Let's Play. 2 Folgen aufgenommen, aber das noch verpackter war als der erste Teil. Mit der ISO habe ich dann abgebrochen, es hat keinen Spaß gemacht. Das ist die vorletzte Folge des Let's Plays. Oder die drittletzte, falls wir in die Relegation müssen. Dann machen wir die in einen Block. Fang schon mal motiviert an. Das kann ja nur bedeuten, dass wir gleich im Konter an der ersten Chance von Schalke das Tor fangen. Schade. Meine Spieler treffen halt das Tor nicht, aber was dieser Anfang gefällt mir. Schalke geht es glaube ich auch nichts mehr, steht vor dem HSV und der HSV hat letztes Mal die Klassenerhalt klar gemacht. Nach oben geht wenig. Frankfurt hat scheinbar nicht gewonnen. Okay, gar nicht drauf geachtet. Na gut für uns, 5 Punkte vor, egal wie es ausgeht. Schon wieder. Super Chance für uns. Die Moral ist natürlich maximal mies, wenn Schalke mit der ersten Chance zu Tor schießt. Weil wir einen individuellen Fehler machen, einen Ball vom Fisch springen. Gegen den Köln weiß ich nicht, ob wir da gewinnen können. Zu Hause gegen Hannover am letzten Spieltag, wenn es mit dem Champions League geht. Und nicht besonders einfach. Dass die Verschanken, die wir hatten, mal ein Tor schießen müssen. Zur Schalke bestimmt langsam kommen. Ich
Schreiber fällt seinen ersten Ball in der Bundesliga. Scheibe wird stärker. Bin überrascht. Das ist bisher ganz gut. Mehr gute Aktion vorne wie hinten gehabt, wie ganz Spiel gegen HSV. Auswechseln, eigentlich sind alle fit. Die Stürmernoten sind wie immer mies. Ja, wird man sich mit der Zeit. Muss das Ball jetzt auch ausstehen. Ich habe nicht aufgestellt und ihm verscherzt, weil ich mir sage, Maric ist gerade in absolut guter Form. Aber mit den Fehlern beim letzten Mal gegen HSV hätte ich das nicht mehr recht verdienen können. Und ihn weiter draußen lassen. Der Arbeit noch ohne gelbe Karte. Waren sich doch wohl keine Sensation an. Hamburg führt 2-0 gegen Köln. Das ist für uns natürlich sensationell gut. Wen wechsle ich aus? David vorziehen. Oder Friedel erstmal bringen. Hat Cottbus weder auf Schalke noch in München jeden Punkt geholt. Hier hat gelb und ist angeschlagen. Ich stalk mal weiter.
auf die 6. Fiedel geht auf die 6. David kommt ja an Mathis. Ja, Ruf da ein bisschen den Finger ziehen. Wenn denn da schon wieder? Boah. Ich dachte echt, wollte mit schießen Tor. Bin optische Täuschung. Freischuss für mich, wollte gerade sagen. Michelin. Ja, schon geht's. Oh ja, das ist ein Big Point. Punkt auf Schalke. Hochverdienter Punkt. Es hat keiner einen Sieg verdient. Wir hatten keine wirklich großen Chancen beide. Und Sparsch macht jetzt die restliche Saison durch. Leistung. Wir haben den Klassenerhalt sicher. Köln hat wohl verloren, das ist grandios. Wir haben die Klasse gehalten, Freunde. Zwei Spieltage vor Ende. Ich meine, das war mir klar, als da stand 3-1 für Hamburg. Bei uns stand es noch 0-0. Klassenerhalt. Ich bin da etwas heiser und etwas krank, ich bin nicht groß jubeln. Freue mich nach innen. Jawohl. Mit dem 35. Punkt. Reicht es. War wenig los, keiner hat irgendwie eine große Torschance. Auf Schalke zu 0 zu spielen ist schon was Besonderes.
Klasse gehalten. Wo ich mal schon Liga 4, Liga 1 und wir halten noch einmal die Klasse. Jetzt haben wir zwei entspannte Spiele in Köln gegen Hannover, wo ich natürlich ungern mit 10 Spielen ohne Sieg am Ende abschließen würde. Das heißt, entspannt heißt in dem Fall nur ohne großen Druck. Mainz verliert, das wird halt die Bayern, wenn aber hoffentlich doch wieder Meister. Nächstes Mal ging Hannover eine richtige Party. Jetzt in Köln werden wir mal den Abstiegskampf versuchen, wenig wie möglich zu beeinflussen, indem wir abschenken. Das war halt, dass ich natürlich jetzt mit der guten Leistung Scheiß verdient. Dass ich die anderen beiden Spiele machen darf. Guck, vielleicht kriegt Carsten mal auch einen Einsatz. Ich finde Weiß noch debütierender. Vielleicht wieder da. Das spielen wir, glaube ich, jetzt gegen die Bayern. Steht noch eine Chance, dass sie hinter uns bleiben. Erneut erfolgreich. Und ich danke eher, wir Fußball kommen zurück nach Cottbus. Das haben wir am 16. auch schon mal durchgehabt. Das war für mich so der Versuch, ob ich mich noch mal motivieren kann, noch länger zu machen. Aber noch mehr. Noch eine Saison hänge ich nicht hinten dran. Dann ist das definitiv die vorletzte Folge. Wahrscheinlich ein bisschen länger wird, denn wir machen das Spiel gegen Köln noch. Ich werde am nächsten Mal noch Statistiken und vielleicht noch keinen Rückblick angucken kann. Regensburg hat schon 12 Punkte. Wie haben die denn in letzter Zeit die Punkte geholt? Klar, gegen Gladbach haben sie gewonnen, natürlich, aber davor gegen Hertha auch. Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen.
Last Minute gegen Bremen. Die immer noch leise Hoffnung auf die Europapokalplätze haben. Stuttgart kann mit Sieg in München auch die Klassen halt klar machen. Bayern sichert Platz 2. Also ein Dreikampf zwischen Stuttgart und Köln. Na gut. Gladbach, ja, die sind so schlecht drauf. Traue ich nicht zu, dass die noch vorbeiziehen an Köln. Frankfurt holen die auf jeden Fall nicht mehr ein, das sind da 6 Punkte und 19 Tore. Mit 2 Spielen, das wird nicht passieren. Soundtrack von DJ Davis Tucker legt so sehr wie die ISO im Let's Play. Nach oben geht für uns auch nicht mehr viel. HSV ist 6 Punkte weg bei 2 ausstehenden Spielen. Nach unten müssten wir eventuell noch Frankfurt und Stuttgart absichern. Das ist gegen Stuttgart, also 13. oder 14. Sind immer ein paar hunderttausend Euro fertig gemacht. Wir haben tatsächlich mit denen, mit dem Kader geschafft, ist die Klasse zu halten. 2 Spieltage vor Schluss. Obwohl, das bin ich in Köln jetzt noch. Zittern müssen, wenn wir dann dort verlieren würden. Machen wir ernst noch 3 Punkte vor dem letzten Spieltag. Ja, man doch wieder rum, oder? Ja, aber du hast keinen rückhaltenden Kader. Sollte in der ersten Mannschaft stecken.
Bates gerade fit ist, verletzt er nicht. Ich werde nach dem Spiel dann meine Kündigung zum Saisonende bekannt geben. Mal gucken, was dann passiert. Ja, aber vorher speichern, wenn sie mich dann sofort rausschmeißen, wäre das doof. Kann vermeiden. Was passieren wir? Ich werde es jetzt machen mit der Kündigung, aber speichern wir vorher mal. Wenn ihr so stehst, um mich sofort rauszuschmeißen, dann lass ich es natürlich. Also das werden dann das eine Mal neu laden, falls sie mich jetzt sofort rausschmeißen. Ich würde gerne die Saison natürlich zu Ende spielen. Mal passieren, was, gucken, was passiert, wenn ich mich zu erleben kann. Oder das mal rein rechnerisch perfekt ist, kann man das immer machen. Der war eigentlich gut aufgestellt in der Zukunft. Darf keine Spieler-Mitarbeiter-Verpflichtung einzumischen. So, Teamansprachen werde ich aber noch machen dürfen. Ist ein Zeit für eine neue Herausforderung. Ich will natürlich nicht so reden, als ob das hier schlecht ist im Cottbus. Das habe ich noch nicht entschieden. Naja.
meinen Rücktritt wieder zurückziehen. Dann nochmal zu kündigen, das wäre dann pure Lächerlichkeit. War nie sein größter Fan. Ah, wer bist du denn? Schon darf ich aber keine Verträge mehr verlängern. Nicht aus einem kostspieligen Wechsel zu Bayern gekommen ist oder weiter beziehen. Berater verdienen an Wechseln oder Vertragsverlängerung. Vielleicht probiere ich beim nächsten Mal noch den Rücktritt zurückzuziehen und dann trete ich trotzdem zurück. Mal gucken, was passiert. Allein darf ich schon auch nicht mehr beenden jetzt. Ich kann heute noch zurückschicken, aber ich werde mal nachfolgend nicht an die Erde hinterlassen.
motiviert sein. Die haben noch zwei Spiele, wollen unbedingt den einen Punkt zu Frankfurt aufholen. Nicht in die Relegation zu müssen. Gladbach spielt zu Hause gegen die Bayern, das heißt, die steigen gleich direkt ab. Denn das ist da wohl die nichts. Leckt wirklich so wie die ISO im Let's Play. Und der zweite Teil war wirklich noch schlimmer als der erste. Im ersten gab es Szenen im Spiel, wo ich ja drei Schritte machen konnte, neu laden, drei Schritte neu laden. Das war eine Katastrophe. Und ohne Save-Button hätte ich das Let's Play nie überstanden. Deswegen habe ich den zweiten Teil nach zwei Folgen abgebrochen. Das bringt nichts. Wenn die Hälfte der Folge dafür drauf geht, dass ich mich aufrege. Oder ich irgendwelche Save States neu laden muss, weil nach drei Schritten sich alles aufhängt. Und ich im Kampf sogar speichern muss, weil ich im Kampf aufhängt, naja. Wenn ich nach jedem Move auf den Speicherbutton klicke, dann habe ich keinen Spaß mehr. Können wir auch Schach spielen. So, jetzt geht's los. Susi, Friedel, Bates, alle fit, Kastenmeier nicht, aber Kastenmeier so nicht. Frankfurt gegen Schalke. Stuttgart in Berlin. Köln gegen uns. Sparks bleibt mit Tor nach der guten Leistung in Schalke. Eigentlich überhaupt nichts verändern. Außer dass Finn Weiß sein Debüt gibt. Für Julian Serrano. Der einen Einsatz bräuchte. Mit Marshall für Booster die Stürmer und beide wieder unter Radar gefahren. Wir können Kiprit gerne mal wieder spielen. Agua für David. Kiprit aus dem Nichts, die ganze Rückrunde ohne jede Minute, nie einmal auf der Bank gesessen, heute in der Startelf. Die Überraschung des Cloud Save. Wusste ja bis vor einer Minute selber nichts. Beendet eure Negativlauf. Wieder nicht gewinnen und dann gegen Hannover auch nicht, haben sie dann 10 Spiele ohne Sieg beendet, trotzdem die Klasse gehalten. Natürlich lieber noch Sieg. Besten wäre natürlich 2, dann hätten wir die 40-Punkte-Marke geknackt.
den Abstiegskampf nicht verzerrt. Der kann doch eh nicht schießen. Doch, der kann schießen. Seit wann trifft denn Makuchi? Super Dribbling und dann ist wie in den Winkel. Makuchi schießt mal ein Tor. Fällt in China nicht mal ein Sack, sondern gleich den ganzen Silo voller Reißen. Gegen Hannover feiern, aber unabhängig davon, wie es heute ausgeht, eine Riesensause. Da können wir die Klasse gehalten haben. Zum Abschluss des Let's Plays mit einem positiven Erlebnis rausgehen. Ich weiß, wir haben eine zweite Staffel des 16er Let's Plays gegen Hannover am letzten Spieltag gespielt. Nils Petersen die Torjägerkanone geholt, dann haben wir glaube ich 7:2 oder so gewonnen. In Hannover gibt es immer eine Sause. Köln war ja ein 1-0-Sieg für uns. Ich glaube, ich guck mal schnell, ich glaube, das war Bark, der damals auf einer Ecke ein Tor geschossen hat. Frankfurt führt für Schalke, für Köln natürlich ganz schlecht. Wenn es so bleibt, muss Köln sicher in die Relegation. Schon die schläft gleich ein. Dass wir nach 3 Spielen ohne Tor mal wieder ein Tor geschossen haben. Das Dribbling aus dem leeren Raum war von Makuchi. Stark wird geblockt und nochmal geblockt. Da war der zweite Ball bitte. So. Madness. Better than Chance. Super Ball, den kann Stark. Den kann er heute nicht. 100%ige Chance. Da habe ich schon 3 Tore in dieser Saison gemacht, immer dieser Einwurf-Doppelpass und dann ist er frei durch. Chance sich angucken, müsste ich eigentlich schon 3-0 stehen für uns, steht es aber nicht. Den lassen wir nicht zu, offensiv spielen wir richtig stark. So der Druck ein bisschen weg ist. Standardsituation gemacht, das will ich heute sehen. Und Stork trifft 2-0, Luis Stork. Großer Distanz, 8. Saisontor, dann ist er wieder Top-Torschütze. Kippe wird sich den Ball gegen die eigene Hacke schießt. Springt auch gut zu Stork. Das Revolt war Weltklasse. Bei
Seht euch. Das Wort mit Motorschicht. Ich bin jetzt auf dem Flügel, also nicht mal Feierabend. Also mit dem 3-0. Können wir jetzt nochmal in All-In gehen. Gut, ich mache vorzeitig Saisonende, Fragezeichen. 10. gelbe Karte. Das ist die Sperre nächste Woche gegen Hannover. Wieder. Typisches Muster, Pass auf den Flügel, Flügelflanke in die Mitte und wir kriegen das Tor. Anschlusstreffer Köln. Natürlich über die Seite meines 17-jährigen Youngsters. Jetzt gibt es richtig Pressing. Außer Boatmate hat die Nerven, aber scheitert auch 100%ige Chance vergeben, Nachschuss an den Pfosten. Boardmate, warum hast du kein Glück? Warum bist du unfähig und hast Pech? So. Letzter Wechsel. Bates musste raus, Makuchi ist gelb verwarnt. Ist trotzdem David Bates raus. Da das Wort mit hier nicht das Tor macht. Ich glaub's nicht. Mein 17-jähriger Youngster in seinem ersten Bundesligaspiel schießt das 3:1. Finn Weiß, 17 Jahre jung, 3:1. Gibt's ja gar nicht. Kannst du dir ja nicht ausmalen vorher. Alpha flankt,
der älteste Spieler am Feld flankt auf den jüngsten. Der macht es 3-1. Sollte es jetzt gewesen sein. Obwohl, wer weiß. Meine Abwehr soll man niemals geben. Köln trifft den Pfosten, Nachschuss, Bartsch, ganz normal. Abseits. Was jetzt? Also auch ohne den Punkt auf Schalke hätten wir heute den Klassenerhalt wahrscheinlich perfekt gemacht. Stuttgart gewinnt kurz vor Schluss. Sind immer noch nicht sicher, 13. Die Kölner müssen in die Relegation. Köln 1, Cottbus 3. Grandios. Endlich mal wieder gewonnen. Mainz verliert parallel, die Bayern holen einen Punkt und sind damit wieder an der Spitze. Das ist typisch Manager, die Bayern werden am Ende immer Meister. Auch wenn sie in Gladbach ein 2-0 verspielen. Gladbach ist damit abgestiegen. Wir haben jetzt 38 Punkte. Ein Punkt reicht für Platz 13, Platz 12 ist nicht mehr drin. Frankfurt ist sicher gerettet, Köln muss sich an die Relegation. Der Abschiedskampf ist entschieden. Am nächsten Mal feiern wir gegen Hannover eine Riesensause. Was wir in Köln heute mit 2 Auswärtsspielen auf Schalke und in Köln 4 Punkte mitgenommen. Grandios. Nick Wortmeld war wieder mal eine Enttäuschung. Meine Leistung war hervorragend. Wann waren Sie zuletzt beim Augenarzt? Fragt er mich. Hat Riesenchancen vergeben. Ich bin Ihr Trainer und ich akzeptiere es nicht, wenn Sie in diesem Ton mit mir reden. Unglaublich. Gut, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich hier an der Stelle weiter und machen die Woche bis zum Hannover-Spiel. Gucken uns danach noch ein paar Statistiken zur Saison an und dann kurzen Rückblick auf die 3 Jahre des Let's Plays und dann des Feierabends. Das war's, bis zur finalen Folge beim nächsten Mal. Tschüss.